Herzlich willkommen zurück zu Let's Play RTL Skispringen 2007. Wir spielen Bundestrainer, jawolla. Müssen wir noch wachsen? Nein, haben wir alles schon. Haben wir alles schon. Also direkt in Wettkampf, jawolla. Weiter und Wettkampf. Jawohl, dann sind wir Amateur-Weltpokalspringen 13 von 14 Land Japan. Hielt 131 Meter Rekord, 120 von Anton Kaufmann. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen. Da wollen wir jetzt erstmal gegenstinken. Meine Maus ist mega schnell, immer ein bisschen langsamer machen hier. Qualifikation. Nö, 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 nö. Weiter geht's. Jawohl, mit Glamour fangen wir an. Hai-Überflieger kommt. Ab geht's. Ja, da liegen die Rekordweiten geradezu in der Luft. Naja, ja. Das war zu spät. Das war viel zu spät. Einfach überfahren, an dem er eigentlich abspringen müsste. Ja, die 120 Meter werden wir auf jeden Fall schaffen. Wohl auch die ganze Power nicht, die er in den Absprung gepackt hat. 114, 98,2 Punkte. Ja, da sollen die anderen erstmal rankommen. Ram, pam, 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 pam. So. Schauen wir uns mal die Aufzeichnung. 98, jawohl. Wollen Sie selbst springen? Ja, Logo, wollen wir selbst springen. Ja, denk du denn? Im Sommer 2000. Ein bisschen Aufwind, ein bisschen Seitenwind. Könnte auf jeden Fall was Gutes gehen. Wissen Sie noch, wer es war, Marcel? Also Janne Aonen natürlich und Risto Jussilainen und Matti Automatik. Oh, der war weit. Der war weit. Eieiei, 107 Meter, jawohl. 95,6 Punkte. Einfach auch mit einer solchen Punktzahl belohnt werden. Aber man überlegt, der Glabur hat einen scheiß Absprung gehabt, hat eine scheiß Landung gehabt. Und ist trotzdem vor dem Leon geblieben. Also schon Wahnsinn. Ah, nächster Sprung wird besser. Jetzt für diesen Springer aus dem jungen deutschen. So, ab geht's. Ich bin gespannt, ob er in den Bereich der Bestweite springen kann. Ich auch. Oh, die Schanze ist übelst lang. Das unterschätzt man dann irgendwie. Keine Ahnung. Also ich finde es gerade gar nicht so einfach. Aber vielleicht waren es mehrere kleine, die sich da addiert haben. Der Absprung war jedenfalls. Zumindest meiner Meinung nach ist gerade nicht so ganz einfach. So. Der Andi sogar nur 87 Punkte. Durch den wundert mich eigentlich. Scheiß Absprung. So, jetzt kommt der Kevin mit den schlechteren Anziehsachen. Passt auf, und da wird jetzt wieder alles funktionieren. Mit den armen Rudern. Mit Ästhetik hat das ja nicht. Ja, perfekt, sag ich doch. Mit Komik. Ja. Ja. Noch besser geht schon gar nicht mehr. Noch besser wäre schon wieder scheiße. 108 Meter, 96,4 Punkte. Ja. Ich glaube, der hat dieselben Punkte wie der Leon erreicht, oder? Mit den schlechteren Skiern. Ne, er hat vor den Leon. Der Leon hatte nur 95,6. Uiuiuiui. Da ist Glabur erster, Kevin zweiter, Leon dritter und Andi ist vierter geworden. Jawohl, weiter geht's. Selbst springen, ja, ja, weiter geht's. Am Wetter gibt es nichts zu meckern heute. So, runter geht's. Ideale Bedingungen. Ja, wenigstens einen vernünftigen Absprung. Ob super oder perfekt, ist doch egal. Oh, da haben wir noch gerade so den Telemark reingedrückt, Leute. Ja, leck mich fett. 103,3, jawohl. Yippie, yippie. Da war ruhig ein bisschen jubeln hier. So, an die 190 jetzt. Okay, jetzt müssen wir mit dem Leon erstmal. Wenn es hier also gerade 17 Uhr ist, dann ist es in Europa 10 Uhr morgens. Ab geht's. Deswegen springt man ja auch hier im Dunkeln. Oh, ey. Was ist denn hier heute los? So, ja, ich nehme jetzt nachts auf. Aber daran sollte das eigentlich nicht hapern. Ich bin kein bisschen müde. Außer, dass mein Kaffee leer ist, Leute. Kaffee leer. So. Herr Leon ist auf jeden Fall Zweiter geworden. Also in dem Sinne vor dem Computer. Das ist wichtig. Wir brauchen ja unbedingt das Geld, Leute. Wer eigentlich die Rangliste holt, ist scheißegal.
Hauptsache, alle springen unter den ersten Vieren. Beim Absprung klappte zuletzt gar nicht. Wie soll er da weit fliegen? Marcel, ja, wenigstens super. Haben Sie schon mal so einen perfekten Absprung hinbekommen? Selten. Jawoll. Also der Kevin hat gerade einen übelsten Überflieger hier. 113,5, 108,3 Punkte. Alles 20er Wertung. Ja, leck mich fett. Also Respekt. Ich glaube, das hatten wir schon lange nicht mehr. Da kann er mal ruhig kräftig jubeln. So, und dann kommt jetzt Glabur. Und jetzt wollen wir natürlich hier den von dem Kaufmann endlich den Rekord brechen. Aber wenn er heute nicht ganz weit vorne landet, dann kann er den Traum vom Sieg für diese Saison schon fast vergessen. Ach, hör doch auf, Schwachsinn zu reden, Alter. Der Zuschauerkulisse hier wird er sich zerreißen. Flieg, Baby, flieg. Jawoll. Komm, haben wir ihn doch. Komm, da haben wir ihn. Aber 121, jawoll, neuer Weitenrekord. Hauptsache, den Weitenrekord hier von den Kaufmann geschlagen. Die Schanze wird ja nochmal kommen in der Profiliga. Und dann dürfen wir halt nicht überreißen ständig. So. Ja, da wird nur noch ein Sprung kommen, dann sind wir mit der Weltpokal auch schon fertig, Leute. Ja, der Glabur führt eindeutig, dann Leon, Andy und dann Kevin. Ja, der Kevin holt natürlich jetzt ein bisschen auf. Und der Andy hat auf den Leon aufgeholt. Also die Rangliste ist noch nicht fest. Also das muss man wirklich mal sagen. Herzlichen Glückwunsch durch Ihren erster Platz im letzten Wettkampf. Haben Sie 5000 Euro gewonnen, jawohl. Da nochmal 10.000 Euro, jawohl, und plus 2. Das brauchen wir unbedingt, die Kohle. 29.000 haben wir nur noch. Training, extra Training, jawohl. 101 bis 109 Meter. Okay, wir haben Gegenwind oder Rückenwind. Ich habe das zwar oben gerade gesehen, Leute, aber was ich jetzt wirklich hatte, weiß ich nicht. Gegenwind. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall überziehen, die Leitung. Einfach festhalten, jawohl. Das müsste, ja, das müsste trotzdem geklappt haben. Ein Telemark haben wir reingedrückt. Das müsste noch ganz knapp, ich glaube 108 stand da. Ich glaube, Leute. Ich lese mir das ganz schnell immer nur durch. So richtig merken tue ich mir das auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Das sollte doch eigentlich geklappt haben jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, endlich wieder. 79,3 nämlich nur noch. Oh, jetzt hau mal wieder hier was rauf. 80 wieder. Jawohl. So gefällt uns das. Weiter geht's. Leon ist dran. Herzlichen Glückwunsch durch ihren vierten Platz im letzten Wettkampf. 2000 Euro. Jawohl. Auch besser als gar nichts. Training. Extra Training. Was brauchen wir hier? 43 Punkte. Mit dem können wir voll durchziehen. Auf jeden Fall sind wir in Polen. Jawohl. In Zakopane. Ist auch der letzte Weltcup-Sprung. Und dann kommen, glaube ich, noch Sommerschanzen. Oder Teamplay Cup kommt ja auch noch. Und dann sind wir schon fast fertig mit der Amateurliga. Dann kommt die Profiliga, Leute. Und dann ist das Spiel komplett durch. Und dafür muss ich erstmal einen guten Ersatz finden für das Spiel. So. Aber bis dahin wird es ja noch lange, lange dauern. 106 Meter, 93,3 Punkte. Damit haben wir die Trainingsaufgabe auf jeden Fall gemeistert. Die zweite im Durchgang, das wundert mich. Vorhin bei Glabur hatten wir ja wirklich Glück. Das waren 0,5 Meter, sonst hätten wir es auch nicht geschafft. Herzlichen Glückwunsch, jawohl. Wieder Sprungkraft, gib ihn. Jetzt auch locker über die 70 schon mal weg. So, Andi ist dran, dritter Platz, 3000 Euro. Auch keine Prämie von irgendwas bekommen. So langsam wird's eng, Leute. Training, extra Training. 84 bis 94 Meter. Da sollten wir einfach durchziehen. Vernünftig springen. Ich glaube, bei denen können wir die Sprünge ab, also die Beine zusammen machen, dass wir dann trotzdem vernünftig landen. So, runter geht's. Wenn man mal überlegt, wir hatten mal knapp über 400.000 Euro. Oh. Das war knapp. Ich weiß die Weite gar nicht. Ich glaube, 94 Meter stand da. Eieieiei. Schäm dich.
Es war ein miserabler Sprung. Was stand da? Sieht man das jetzt noch? Komm. 94, 93, 5 hatten wir. Jawoll. Super geklappt. Sprungkraft trainieren. Jawoll. Jetzt kommen sie auch so langsam mit Fitness und Motivation. Kommt jetzt auch so langsam. Das wird schon. So, weiter geht's. Kevin ist dran. Herzlichen Glückwunsch. Im zweiten Platz im letzten Wettkampf 4.000 Euro gewonnen. Jawoll. Auch wieder nichts an Prämien bekommen. Und 18.654 Euro nur noch. Leute, uns geht so langsam die Kohle aus. Aber gleich gibt's ja was Neues. Wenn der letzte Weltpokalspringen kommt, dann werden wir ja für die ersten drei ja Prämien bekommen. Und dadurch haben wir dann wieder ein bisschen Geld. Und dann kommt die Profiliga und da sollte man ja eigentlich Plus machen dann für alle Springer. Will ich zumindest hoffen. Jawohl, mit dem können wir ja voll durchziehen. Ja, perfekter Sprung. Klappt gerade richtig gut wieder. 106,5 Meter, 94,7 Punkte. Eindeutig erreicht die Aufgabe. Jawohl, jawohl. Schäm dich, schäm dich. Ja, trampel die Skier kaputt. So. Komm, lad doch einen hin. Herzlichen Glückwunsch, auch geschafft. Der hat schon 73,3, Leute. Na, 74. Ach, schade. So, ab im nächsten Wettkampf. Jawohl. Amateur-Weltpokalspringen 14 von 14. Land Polen. Heat 134 Meter Rekord. 123. Rekord hat der Gelets Pferd. Das ist das letzte Springen, Leute. Man mit dem Weltpokal. Ich habe heute danach könnte ja noch genug andere Sachen kommen. Qualifikation. Nö, 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 nö. Weiter geht's. Selbstspringen. Ja. Mit wem starten wir? Mit Glabur. Jawohl. Tolles Ausflugswetter haben wir heute. Wenn ich ein bisschen Aufwind haben wir. Pardon, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber optimaler Flug ist nicht so berauschend. Absprung am Schanzentisch hat hundertprozentig gepasst. Oh, jetzt schon die 60 Weitenpunkte erreicht. Ganz klein bisschen Glück, ja, 60,9. Alter Schwede, und das als erster Sprung. Also wenn ich so den zweiten Sprung auch mache, kann der Rekord wirklich brechen nochmal. Gut, er hat vorhin die Sprungkraft auf 80 gehabt. Das war ja schon bemerkenswert. Da waren wir schon lange nicht mehr. Was glauben Sie, Marcel? Gewinnt er den so, Wettbewerb? Los geht's. Wenn er heute wieder so überragend springt wie zuletzt, dann wird es für die anderen schwer, ihn zu schlagen. Er ist auch super Sprung. Und hat dazu natürlich jetzt auch das nötige Selbstbewusstsein. Da sieht man wirklich den Leistungsunterschied. Beide gleichen Absprung in dem Sinne. Und da sieht man Leistungs- und Materialunterschied. Aber 108,5, 97,3 Punkte. Ich glaube, damit brauchen wir uns mit dem Springer nicht verstecken. Die Deutschen dominieren in Skispringen. Das wäre wirklich mal schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben momentan etwas. War ja schon mal so mit Martin Schmidt und ja, wie heißt er, der jetzt Autorennen fährt? Genau. Sagen sie ja hier auch ganz oft. Zu der Zeit war das ja mal. Das kann er einfach besser aber als gut. Anderen. Den Absprung ja, voll. Auch wieder perfekter Sprung. Was ist denn jetzt los? Vorhin auf der anderen Schanze habe ich so übelst vergimmt. 96,4 Punkte. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss mal gerade einen Schub trinken hier. Aber so wie er das gemacht hat. Ist es natürlich tadellos. Also absoluter Wahnsinn gerade hier. So. Hat der Leon auf jeden Fall den Andi geschlagen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Kevin wieder so durchstarten kann wie vorhin. Und überall gut bis sehr gut. Das lässt sich natürlich auch aus der Gesamtwertung ablesen. Aus den Top 10 ist mit solchen auch ein super Sprung kaum noch zu verdrängen. Oh. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. 110 Meter, Leute. 101,5 Punkte. Und der hat das alte Gear an. Absolut Wahnsinn. Und man sieht, alle sind super abgesprungen. Die Wiederholung. Wahnsinn. Also, dass der die jetzt übrigens wirklich schlägt, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das jetzt in den letzten Sprüngen da schon. Haben wir also das Resultat. So, weiter geht's. Der Andi ist als erstes dran. Jawohl. Was ja geil wäre, wenn sie alle mal richtig geil ausgestattet wären und man würde die Rekorde sich gegenseitig hochpushen. Das wäre wirklich schon cool. Oh, kein super Absprung. Da habe ich zu früh losgelassen. Jawohl. Schon fast an die 60 Weitenpunkte.
53, 116,5 Meter, 110,7 Punkte. Da wäre noch mehr gegangen, wenn es ein super oder perfekter Absprung gewesen wäre. Aber was halt nicht ist, ist nicht. So, weiter geht's. 207 Punkte, der Computer hat eindeutig keine Chance gegen die. Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil sie einfach schon zu gute Sachen anhaben. Ich glaube, mit Glabur, wo wir die erste Saison durchgespielt haben, hatten wir das nicht so. Jawohl, super Absprung. Und auch nicht so einen guten Trainer. Jawohl. 115 Meter, 110,5. Also absolut geile Sprünge gerade. Der Wind ist natürlich auch absolut gut, aber man hat dann keine Herausforderung in dem Sinne. Man korrigiert ein ganz kleines bisschen im Flug. Und das war's dann. Leon führt mit 0,7 Punkte vor dem Andi. Spannendes Springen. So, jetzt gucken wir mal, was der Kevin geschissen bekommt. Und jetzt droht er sogar ganz aus den Top 10 herauszufallen. Was macht er denn bloß falsch, Marcel? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es ihm nicht sagen. Er ist schließlich ein Konkurrent für mich, Harry. Ja. Nein, im Jawohl. Ernst. Das ist bei ihm nicht nur eine Frage der Tagesform. 114,5 Meter und 107,1 Punkte. Alter Leute, das ist doch gerade hier der Wahnsinn. Also ich bin gerade ganz erstaunt, wie gut die springen, wenn wir keinen Wind haben. Das lohnt. Ja, der Kevin führt. Eindeutig kann man auch nicht sagen. Mit 1,2 Punkten ist nicht eindeutig. So, und jetzt hauen wir mit dem Glabur hier erstmal hier richtig rein. Er haut gerade ein paar Lüftküsschen raus. So, und jetzt will ich hier den Rekord springen. Jawohl, super. Das könnte klappen. Das könnte doch klappen. Ja, und Telemark zwar nur leicht reingedrückt, aber 127,5, weiten Rekord und neue Bestwertung. Jawoll! Von 121,5 auf 127,5, also das ist schon bemerkenswert. Leck mich fett. Ja, da hat er eindeutig die Leute abgehängt. Aber jetzt bin ich gespannt, ob die Rangliste sich nochmal verändert. Kevin Zweiter, Leon Dritter, Andi Vierter. Bis zum nächsten Mal. Oh, nee. Also am Mikrofon. Kevin ist leider auf Platz 4 geblieben. Andi hat. Weiß ich gar nicht. Hat der Andi jetzt. Ne, hat er nicht. Hat er auf gar keinen Fall. Vorhin waren 10 Punkte. Da hat der Leon den Andi in dem Sinne geschlagen. Also Glabur Erster, Leon Zweiter, Andi Dritter, Kevin Vierter. Schade, dass der Kevin nur Vierter geworden ist. Durch die letzten Sprünge hätte er eigentlich mehr verdient gehabt. So, Amateur-Weltpokal habe ich ja vorhin schon mal vorgelesen. Komplett Deutschland drauf. So, und jetzt gibt es erstmal Fettkohle. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, durch ihren ersten Platz im letzten Wettkampf haben sie 5.000 Euro gewonnen. Sie haben Amateur-Weltpokal als erster beendet. Dafür erhalten sie 10.000 Euro Preisgeld und gewinnen 5.000 Erfahrungspunkte, was ja uns gar nichts mehr bringt. Ihr Gesicht ist auf ein Cover einer Zeitschrift. Früher hätten sie dafür bezahlt. Heute bekommen sie 8.000 Euro. Also es waren jetzt 13.000 Euro. Ne, stimmt gar nicht. Wir haben 23.000 Euro bekommen. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen von RTL Sky Springen 2007. Bundestrainer. Fehlen nicht mehr viele Springe. Dann gehen wir ab in die Profiliga. Jawohl, jawohl. Bis denne. Ciao, ciao.